Also, cool. Schräg geht das nicht. Dann bauen wir es da halt gleich so. Dann von da. So da über. Ist jetzt aber auch nicht schön, hä? Ist jetzt auch nicht schön. Ja, was machen wir denn da? So. Sie Personal Tipp, um Splitter zu setzen, musst du den Belt nicht abreißen. Du kannst einfach in den Belt setzen. Okay, cool. Ebenso Merger. Perfekt, super. Danke für den Tipp, Noob. Was wollte ich machen? Da. Dann mache ich das einfach so da. Dann... Ich glaube, es kommt gut so. Machen wir noch mal so einen da her. Aber kommt gut, wenn es läuft. Kommt da schon etwas? Nein, sicher nicht so, in dem Fall. Cool, aber Komplexität steigt leicht, hä? Ei. Ah, Leute. Ich habe gestern Sport gemacht, seit langem mal wieder. Kannst du dreimal raten, wie ich mich fühle? Ah. Wir sagen da dazu nicht. Gut, also. Das heisst, wir haben jetzt hier Rohr, wir haben hier Schrauben, die kommen. Wir haben hier Reinforced Iron Plates. Mit diesen drei Komponenten könnte man hier eigentlich eine fortgeschrittene Assemblierei machen. Und zwar müssen wir zwei Assembler haben. Einen für Rotoren und einen für Modulary Frames. Hm? Sehe ich das richtig? Produktion, das heisst, wir haben da einen können wir machen. Einen wäre da. Ich tue es einmal da so wieder so ein bisschen so setzen. Vielleicht noch eins führen. Noch drei Rotoren, da könnten wir den zweiten auch gerade machen. Dann können wir das dann nämlich alles splitten und zueinander herführen. Ja, ist ein bisschen weit weg, oder? Splitter da, ich meine, hey, ja komm, wir rennen jetzt mal. Yes, hey, schön sind ihr alle da, an diesem wunderbaren Dienstag. Ist immer noch sonnig draußen? Ja, genau, immer noch sonnig. Der Sommer kommt. 21 Grad am Wochenende, habe ich gehört sagen heute. So, Rotor. Machen wir Rotor. Und für Rotor machen wir Screws.
So. Und dann könnten wir eigentlich den zweiten Assembler auch gerade machen. So. Das kommt gut so. Cool. So. Dann hätte ich das Zeug Saft. Wie ist es denn da eigentlich? 135, ja, das passt immer noch. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir da jetzt reingehen schauen, da machen wir Rotoren. Das heisst, wir brauchen da. Da machen wir Frames. Das heisst, wir brauchen da einmal Frames, einmal Reinforced Iron Plates. Und für den Rotor brauchen wir das andere. He? Da wären die Reinforced Iron Plates, das ist richtig. Ja. Da könnte man sagen, der Conveyor Belt bringt das gerade da rein. Da bauen wir einen Splitter, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen wir da auch Röhrli, ja. Gut. Das heisst, jetzt bauen wir einen Splitter. Aber langsam kommt es gut. Also. Dann heisst das, mit dem kann man da reinfahren. Mit dem kann man da herfahren. So. Dann nehmen wir da noch mal das Vier her. Das geht. Ja, ich weiß es noch nicht. Wir finden es gerade raus. Jetzt müssen wir mal schauen. Dann voll nicht. Dann machen wir es so und nehmen den wieder weg. Und tun da noch so einen Rahmen drüber. Hey, einen guten Ubuntu. Also, jetzt machen wir es so, kann ich das jetzt so verbinden. Das geht anscheinend auch nicht. Also, jetzt machen wir da mal 3. Vier. Dann machen wir es über einen Umweg. Yes.
4 und zwar. Dann von da rüber. Dann machen wir es halt da ein bisschen weniger schön. Strommasten bauen wir dann von neu da her. Verkabelt dann einmal. Und so, und so. Da gibt es Rotoren und da gibt es Frames. Dann müssen wir da hinten noch zwei Lager bauen. Sehr geil, sehr, sehr geil. So. Dann noch die Ausfahrt machen für die Materialien. So, da rein und da so rein. Dann würde ich sagen, haben wir doch wieder mal ein schönes Stückchen automatisiert. Das heisst, wir haben Strom automatisiert. Wir kriegen da sogenannte Rotoren. Wir kriegen da eine Reinforced Iron Plates da hinten dran und da kriegen wir sogar Modular Frames, sehr, sehr wichtig. Und unsere Produktionsstraße wird immer ein bisschen grösser. Super. Cool, oder? Haben wir noch einen Schneck da? Machen wir doch da auch noch gerade ein bisschen mehr Power. Vertreibt das unser Stromnetz. Ja, ja. Schon schneller jetzt, glaube ich. Cool. Gut, also, das würde bedeuten, jetzt müssen wir mal schauen, wir haben gesehen, wir müssen die Motoren freischalten. He? Und für das haben wir natürlich wieder entsprechende Milestone Quest da in unserem Hub. Und das wäre Tier 4 Steel Production. Das brauchen wir für die nächste Raketenmission, damit wir im Space Elevator Tier 5 und 6 können freischalten können. Motor und so Zeug brauchen wir. Also komm, let's do it. 50.000. Haben wir schon 1000 dabei? Nein, noch nicht ganz. 200 Kabel auch nicht. Also Kabel und Dings holen wir. Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen heiserer bin als auch schon. Also, jetzt sind wir das da zurück. 1000 haben wir. Dann komme ich nehme gerade mal einen Stack zum Umbasteln nach vorne. Dann haben wir da 200. Hätten wir, dann müssen wir 10 modulare Räume haben und 50 Rotoren. Cool, und das funktioniert wirklich alles gut da rein, he? Schon 5. Immerhin. 6, 10. Geil. Ja, und irgendwann haben wir da so eine hohe Produktion, dass das alles überhaupt kein Problem mehr ist. Wally Power, hey, schön bist du da. Hast du Mittag? Ich auch. Und heiß ist es da, hey. Leck, ist das heiß da.
Gut, aber die Produktion läuft. Ich habe Freude. Ich habe wirklich Freude. Was haben wir da noch mehr? Eine. 10 haben wir schon. Super. Das heisst noch 50 Rotoren. Jetzt schauen wir mal, wie viel hat es da gegeben. 2. Dann machen wir die restlichen 40, 42 machen wir manuell. Schon Feierabend. Sehr cool. Was schaffst denn du? Bäcker. Würde ich jetzt mal raten, wenn du jetzt schon Feierabend hast. Bäcker? Oder sonst irgendwas Industrie, Frühschicht? Also Rotor, was brauchen wir da? Screws, können wir machen. 50. Aha, ich brauche Eisenrohr wieder. Habe ich jetzt gerade gesehen. Schreiner. Im Moment 50%. Ja, alles klar. Ist doch gut. Ich sollte auch nicht meine Produktion unterbrechen. Ich sollte eher da vorne Metall nehmen. Ich brauche mehr Eisen. Merkt ihr das? Ich brauche einfach mehr Eisen. Machen wir schon mal die 12 da. Das Material wird knapp. Das Material wird knapp. Liebe Leute. Machen wir 2 von denen da. Dann. Wenn wir da jetzt mal ein bisschen rumlaufen. Meter, okay, das sind die wir haben. Es hat noch irgendwo etwas gerade in der Nähe. Das sind doch unsere, komm. Das sind unsere. Ich will nicht unsere haben. Ich will neue. Es ist so heißes Wetter. Also ich finde es noch nicht so. Ich habe mehr heiß wegen meinem PC, der da unten am Röcheln ist. Schöne Zentralheizung, direkt an die Scheiche. Oh, schau, Birnen. Also komm. Ich brauche einfach mehr Eisen. Mehr Eisen. Oh.
Oh, dort hinten. Hast du gesehen? Oh, da. Oh, sehr viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? Geil. Das ist ja anders. Und alles da eigentlich in greifbarer Nähe. Jetzt ist das natürlich die Frage. Ja, jetzt machen wir das erste Mal so einen Miner. Zu wenig Rohr, ich habe es genau gewusst. Also gehen wir heim Rohr holen. Gerade da hinten. Cool. Sollen wir mit dem Strom auch nicht zu weit wegziehen? So gut. Hey, das ist der absolute Hammer. So, wow, verschrocken. Die Working Class HD, danke vielmals für den... Ja, für den Sub. Würde ich mal sagen. Ja, well, you only live once, genau, das ist ja so. Das ist ja so. Cool, schön, schön sind ihr da, schön bist du da. Gut, also, lass mich jetzt überlegen, jetzt habe ich wollen machen. Genau. Mehr Eisen, weil ich mehr von diesen Röhrchen da brauche. Haben wir nicht nochmal so eine Batterie da? Nein. Wir wollen Schnecken kaufen, suchen. Vier. Fünf. Sechs. Acht, neun. Zehn. Gut, also. Kabel haben wir glaube ich noch. Gut, das ist gut. Zement haben wir auch noch. Ja, alles gut sonst. Sehr gut, sehr gut. Übrigens Leute, mich nimmt es wunder, was dort oben auf dieser Plattform ist. Das tun wir dann irgendwann einmal noch anfangen zu evaluieren. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist da hinten unten das Eisenparadies. So, Eisen Paradisen. So. Der Knut hat hinten wieder rumlaufen. Nein, schau dir das an. Steht das einfach da und sagt nichts. Ah, muss jetzt das andere wegnehmen da. Machen wir. Dann das gleiche da. Dann geht es erst richtig ab da, meine Damen und Herren. Wo sind wir denn da angekommen? Dann gehen wir da her, dann nehmen wir so einen Miner. Und dann nehmen wir da einen... Ein Merger. Und fahren mit dem dann nachher da so in die Richtung weg. Aber das machen wir natürlich erst nach der genau geometrischen Ausrichtung da von dieser Plattform. Jetzt müssen wir halt ein bisschen basteln. Hallo zusammen. So.
Interesting, interesting. So, und ja, wenn ihr alle Lust habt, um ein bisschen spenden, dass ich mir heute noch Anno 1800 kaufen könnte, dann streamen wir noch ein bisschen weiter. Ist eine Drohung. Weil im Augenblick bin ich ein bisschen ausgeschossen da, bis mein neuer Job anfängt. So. Aber da freue ich mich auch zum Draufgamen, muss ich wirklich sagen. Bauen wir da mal so einen Weg wieder. Das hat uns schon viel Erfolg gebracht. Bis zu Herren. Hey, alles klar. Die Working Class HD ist in. Schön, habt ihr, hast du überhaupt reingeschaut. Das finde ich schon ehrhaft genug. So. Machen wir einfach mal so eine klassische Brücke. So.